Sie überragt das Landshuter Stadtbild bereits seit dem 14. Jahrhundert und ist das Aushängeschild der Residenzstadt. Ihr Glockenturm ist mit 130,1 Meter der höchste Backsteinturm der Welt. Die Rede ist natürlich von der Stiftsbasilika St. Martin und Castulus, besser bekannt unter dem Namen St. Martin. Der zweite Heilige, dessen Reliquien sich ebenfalls im Kirchenschiff befinden, wird meistens außen vor gelassen. Vielleicht auch deswegen, weil seine Gebeine erst Anfang des 17. Jahrhunderts nach Landshut überführt wurden. Aber wer war eigentlich dieser heilige Castulus? Die historischen Quellen sind da ganz mager. Das weiß man kaum. Also er war ein Christ und wohl am Hof von Kaiser Diokletian in Rom, also gegen Ende des 3. Jahrhunderts, tätig. In welcher Funktion? Also manche sagen auch in leitender Stellung dort unter den Hofbeamten. Aber er hatte Kontakte und war also tatsächlich in der Nähe des Kaisers und das als Christ, als einer kleinen Minderheit damals noch. Ja, schon der Name ist nicht ganz klar, ob das sein Eigenname war, so wie halt Leute Thomas oder Max oder Monika oder Steffi heißen, ob er einfach Castulus hieß oder ob das vielleicht ein Spottname war für ihn als Christ. Castus, das lateinische Wort Castus, heißt keusch, lauter, anständig. Und die Christen unterschieden sich ja von den Zeitgenossen damals in manchen Punkten durch eine strengere, auch moralische Haltung, dass es keine Abtreibungen gegeben hat, dass sie manches andere an dem dekadenten Leben der römischen Spätantike eben nicht mitgemacht haben. Und dafür hat man sie verspottet als die Keuschlinge oder so, ja, die irgendwie da ja, verklemmt, würde man heute vielleicht sagen. Und Castulus in der Verkleinerungsform könnte so ein Spottname auf einen Christen gewesen sein. Aber das ist schon alles, was wir von seinem Leben wissen. Gesichert ist dann eben, dass er als Märtyrer verehrt worden ist und dann offenbar auch einen gewaltsamen Tod gestorben ist. Und die Legende, die ja in vielen anderen Märtyrergeschichten auch manche Variationen dann ausschmückt und erzählt, besagt also, dass er am Ende von mancherlei Folterung dadurch zu Tode gebracht worden ist, dass er in eine Sandgrube bei lebendigem Leib begraben worden ist und da erstickt ist. Deswegen ist auch das Attribut, mit dem man ihn kennt und was man dann sieht, so im Glasfenster oder auf Bildern, ist eine Schaufel. Seit seinem Tod im Jahr 312 nach Christus wird Castulus als Heiliger der Bauern und Hirten verehrt. Er soll vor Blitzschlägen, Wassernot, Tierkrankheiten und Pferdedieben bewahren. Ja, zunächst mal war er in Rom, also dort ist er auch zu Tode gekommen. Wahrscheinlich deswegen, weil es aufgeflogen ist, dass er Christen sogar am Kaiserhof Zuflucht gewährt hat und die dann auch oft den Verfolgungen entzogen hat. Also gestorben in Rom, begraben in Rom und in einer Zeit, als dann Bayern kultiviert worden ist im 8. Jahrhundert und also Wälder gerodet und Ansiedlungen von Klöstern, und da war also das Moosburger Kloster sehr führend mit tätig. In der Zeit hat man oft nach Bayern römische Katakombenheilige und Märtyrer geholt, um dem Ganzen auch einen geistlichen Aufschwung zu geben und einen geistlichen Hintergrund auch in der Verbindung mit Rom zu geben. Also so kamen im 8. Jahrhundert die Reliquien des heiligen Castulus nach Moosburg und sind da geblieben, haben sicher auch das ihre dazu beigetragen, Moosburg stark zu machen. Und dann die Überführung nach Landshut hierher war im Jahr 1604. Das wird man sehen im Zusammenhang mit der Verlegung des Stiftskapitels. Das ist so ein bisschen ein kirchlicher Insider-Begriff. Also Kapitel meint, dass eine ganze Anzahl von Klerikern, von Priestern eine Aufgabe gemeinsam übertragen bekommen haben. Also Aufgabe zuerst geistliche Dienste, Chorgebet, heilige Messen zu feiern, dann Seelsorge, aber in den früheren Jahrhunderten war auch noch viel dabei, Schule oder Karitatives, was also von
Priestern gemacht worden ist. Und die waren dann auch ausgestattet mit Wohnraum, mit Funktionsräumen und so weiter. Das ist also ein kirchliches Stift. Und da war dann im Zuge dessen, dass Landshut als Residenzstadt stark geworden war, zwar dann nach dem Landshuter Erbfolgekrieg, die Dominanz an München verloren hat, aber immerhin noch für den Prinzen jeweils Residenz war und noch sitzt. In dem Zug hat man also Landshut stark gemacht und das ganze Stiftskapitel von Moosburg nach Landshut übertragen, 1598, und dann ein paar Jahre später konsequenterweise auch den Heiligen, der den Mittelpunkt dieses Stiftes bildet, oder die Reliquien des Heiligen, eben hier nach Landshut übertragen. Ein Stachel, der bis heute tief sitzt in Moosburg. Fast 500 Jahre beherbergte die Stadt das Chorherrenstift und entwickelte sich zu einem großen Wallfahrtsort. Dadurch fanden zahlreiche Pilger ihren Weg in die Isar-Provinz. Wir gehörten, Moosburg gehörte damals zu Niederbayern. Und der Herzog hat beim Papst erreicht, dass die Castellus-Reliquien, zumindest der größte Teil, nach Landshut kommen. Und die sind ja auch heute noch in der Martinskirche. Man wollte nämlich die Wallfahrten, die früher zum heiligen Castellus nach Moosburg gingen, nach Landshut verlegen. Das war der Grund der Wittelsbacher, warum die Castellus-Reliquien verlagert wurden. Für uns ist natürlich der heilige Castellus ganz wichtig. Wir haben die große Castelluskirche. Damals bei einer kleinen Stadt, die Kirche ist ja jetzt mittlerweile 803 Jahre alt. 1212 war die letzte Einweihung. Und wenn man sich vorstellt, eine ganz kleine Stadt und diese große Kirche. Es war eben eine Wallfahrtskirche. Und das war ja auch der Grund, warum der Herzog das nach Landshut verlagern wollte. Bloß die Leute lassen sich nicht umlenken. Die Wallfahrten zum heiligen Castellus sind dann ganz eingeschlafen. Das Castellusmünster zeugt noch heute vom Stadtpatron. In zahlreichen Darstellungen wird der Heilige verehrt. Und durch den heiligen Castellus und durch die Wallfahrten hier haben wir den wunderschönen Leinberger Hochaltar. Und auch hier sieht man links neben der Mutter Gottes den heiligen Castellus. Aber noch älter ist am Westportal der heilige Castellus an der Eingangstür. Und das ist dann auf alle Fälle über 800 Jahre alt. Doch auch außerhalb des Kirchengebäudes versuchen die Moosburger, ihren Patron im Bewusstsein zu halten. So sammelt das Heimatmuseum alle Stücke, die in Verbindung zu Castellus stehen. Über die Jahre kam so eine beachtliche Ansammlung an Münzen, Figuren und Schriften zusammen. Bernhard Kerscher kümmert sich ehrenamtlich um das Heimatmuseum und hegt die Schätze. Das Museum in Moosburg gibt es genauso lange, wie ich alt bin. Nämlich 77 Jahre. Und natürlich für uns Moosburger ist der heilige Castellus der Schutzpatron der Stadt, auch ein ganz wichtiger Heiliger. Dementsprechend sieht man ja auch in Moosburg sogar auf der Kriegerfahne die schöne Castellus-Darstellungen und unterhalb den heiligen Castellus die Moosburger Kirchen. Aber auch einzelne Darstellungen oder sogar ganz kleine Castellus-Anhänger. Auch der Moosburger Heimatverein sorgt dafür, dass der heilige Castellus nicht in Vergessenheit gerät. Ja, wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass der heilige Castellus, der ja eigentlich ein Regionalheiliger ist, bekannt in Moosburg, bekannt in der Hollertau, in Eingrenzungen natürlich auch bekannt in der Stadt Landshut, eher vielleicht im Umland von Landshut, dass der heilige Castellus durch bestimmte Aktivitäten einfach wiederbelebt werden soll. Im Castellus-Münster sind jede Woche Gottesdienste. Eigentlich müsste das jeder wissen, aber das ist alles so selbstverständlich geworden. Dennoch ist die Bekanntheit in der alten Ruhestätte größer als in Landshut. Die Dominanz des ersten Stadtpatrons, dem heiligen Martin, lässt kaum Raum für Castellus. Schon zur Zeit der Überführung, Anfang des 17. Jahrhunderts, zeigten sich die Landshuter nicht ausnahmslos begeistert.
Also es ist natürlich so, es war ein langwieriger Prozess, bis das halt überführt worden ist. Und die Stadt selber war ehrlich gesagt nicht ganz begeistert darum, weil nämlich das Castolo-Stift ja in die Stadtpfarrkirche St. Martin eingezogen ist und die Stadt und auch viele Bürger hier Rechte gehabt haben. Es gab diese ganzen Bürgerkapellen, es gab bestimmte Zusprüche von der Stadt und Ansprüche von der Stadt und die sind natürlich auf einmal weggefallen, weil dieses Castolo-Stift ein eigener Rechtsbereich geworden ist. Und von dem her war also die Stadt also nicht besonders begeistert und es hat also, anders als man es vermuten lässt, schon länger anhaltende Widerstände gegeben. Dennoch erhielt die Pfarrei und somit auch die Stadt eine gewisse Aufwertung. Denn mit dem Chorherrenstift zogen auch die sogenannten Kanoniker nach Landshut. Sie bilden eine Gemeinschaft von Geistlichen. Der Glaube war in der Zeit der Reformation ein wichtiger Bestandteil im alltäglichen Leben. Nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch beim Adel. Ein Aspekt, der möglicherweise bei der Verlegung des Chorherrenstifts in die Residenzstadt eine Rolle spielte. Da gibt es jetzt halt eine neuere Arbeit über das Ganze, warum das der Wilhelm V. hier so aktiv geworden ist. Er hatte den Beinamen der Fromme, das sagt schon sehr viel, also war sehr religiös, obwohl er in jüngeren Jahren doch ein bisschen anders gelebt hat. Und er wollte einfach in seinen Residenzstädten, Landshut war ja noch eine Residenzstadt, genauso wie Straubing, Burghausen und Ingolstadt, Hauptstadt war halt München, wollte er einfach die Religion stärken und näher an die Leute heranbringen. Das hat er jetzt halt in Moosburg nicht mehr gesehen und hat es nach Landshut transferiert. Das alles liegt mittlerweile über 400 Jahre zurück. Und über diese Jahrhunderte hinweg besteht in Moosburg immer noch die Hoffnung, dass die Reliquien eines Tages wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren. Zumindest ein Teil davon befindet sich seit rund 80 Jahren wieder in Moosburg. Trotzdem lassen die Heimatverbundenen nichts unversucht, auch die restlichen zurückzuholen. Wir haben eine Motorradfahrerdelegation bestehend aus früheren Stadträten nach Rom geschickt. 1998 mit der Bitte, vielleicht bis zum Papst durchzudringen über den damaligen Kardinal Ratzinger. Das war schon etwas verwegen, das gebe ich gern zu. Aber beim Herrn Ratzinger sind wir gelandet und der Herr Ratzinger hat sich dieses Themas angenommen, aber in seiner unendlich hervorragenden diplomatischen Art hat er uns empfohlen, wir mögen das bitte freundschaftlich und brüderlich, so wie es üblich ist, zwischen zwei Nachbarstädten, sollen wir das also klären. Und deshalb ist der Wunsch da. Und ich glaube letztendlich, es wird sich einer ganz gewiss freuen über die Bemühungen von unserer Seite und vielleicht auch über die etwas sture Haltung der Landshuter Kleriker, nämlich unser Heiliger. Der wird sagen, macht es nur weiter so, da freue ich mich drüber, dann werde ich nicht vergessen.